Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video geht es um das Thema Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Straftaten im Zusammenhang mit dem Drohnenflug. Selbst wenn du, ich nenne es mal nur mit der kleinen Mini-Drohne oder den Renndrohnen im Hintergrund, der Mavic 3 oder welchem Modell auch immer fliegst, sollte man sich natürlich an die rechtlichen Regeln halten. Und was passieren kann, wenn ich, sag ich mal, illegal fliege und wie das dann geahndet wird und so weiter, da gehe ich jetzt nach dem Intro zusammen mit euch durch. Vermutlich hast du keinen Spaß daran, stundenlang mit mir jetzt Paragraphen oder sowas durchzulesen. Deswegen werde ich das versuchen, eben sehr praxisnah zu erklären. Eben auch wirklich an von ein, zwei praktischen Beispielen, die so auch geahndet wurden. Also was wurde wirklich wie gemacht? Wie teuer war das denn dann? Oder komme ich dann sofort in den Knast, wenn ich mit der Drohne sozusagen gepackt werde? Das würde ich einfach versuchen, etwas vereinfacht zu erklären. Für alle Juristen unter euch, ich erkläre es jetzt nicht bis ins kleinste Detail und juristisch korrekt, sondern versuche das einfach ein bisschen vereinfacht dann rüberzubringen, also das bitte ich zu entschuldigen. Ganz konkret werden wir uns gleich einfach mal einen Fall angucken, aber erstmal, wer ist überhaupt grundsätzlich zuständig? Es kommt ein bisschen auf den Luftraum und so drauf an, aber man kann schon sagen, in ungefähr 90-95% der Fälle, insbesondere wenn es um Ordnungswidrigkeitsverfahren geht, also ich habe gegen Paragraphen der Luftverkehrsordnung verstoßen, ich bin irgendwie über der Autobahn geflogen und habe eben damit gegen den Paragraph 21h Luftverkehrsordnung verstoßen. Das ist normalerweise ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, wird von der Landesluftfahrtbehörde in dem jeweiligen Bundesland, zum Beispiel bei uns in NRW, ist es dann eben Münster oder Düsseldorf, eben geahndet und kann technisch bis 50.000 Euro geahndet werden. Früher waren es 30.000. Keine Angst, im Normalfall wirst du jetzt nicht eine Rechnung über 50.000 Euro bekommen. Das ist genauso wie im Straßenverkehr, aber es ist auch nicht einfach, ich nenne es mal 20 Euro falsch parken, sondern im Drohnenbereich bin ich mindestens bei ein paar hundert Euro und wenn ich Pech habe und auch mehrere Vergehen begangen habe, dann bei mehreren tausend Euro, die auch die Bußgelder sein können. Dementsprechend kein Kavaliersdelikt und bitte habt auch da Respekt davor. Es geht ja auch ehrlicherweise nicht nur um das Bußgeld. Aus meiner persönlichen Sicht, das Hauptproblem, wenn ich illegal mit der Drohne fliegen würde, wäre, wenn es dann knallt und irgendwas passiert, die Drohne fällt jemand auf den Kopf oder so, dass ich keinen Versicherungsschutz mehr habe oder andersrum die Versicherung ja erstmal zahlen müsste, aber dann versucht von mir als Privatperson, als Fernpilot das Geld zurückzuholen und kann sich jeder vorstellen, wenn jemand da irgendwie ein halbes Jahr im Krankenhaus lag und dann irgendwie mehrere Jahre arbeitsunfähig ist, das will keiner von euch privat bezahlen, weil dann kann ich das Haus erstmal wieder verkaufen. Na, und dann wird es natürlich richtig teuer, sobald es um größere Personenschäden oder sowas geht, das will keiner haben. Also aus meiner Sicht wirklich Versicherungsschutz das Hauptthema und Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder ist aus meiner Sicht nur das zweite Risiko, was ich habe, das bitte ein bisschen im Hinterkopf behalten. Bevor wir uns ein aktuelles Beispiel aus dem Thema Ordnungswidrigkeiten angucken, erstmal der Worst Case, nämlich Straftat. Ab wann lande ich sozusagen im Knast? Also keine Angst, wie vorher schon gesagt, im Normalfall ist es reichlich unwahrscheinlich, dass du jetzt wegen Drohnenflug in Deutschland im Knast landest. Im Ausland und so kann das natürlich definitiv, wenn ich in der Türkei oder sowas bin, gibt es halt definitiv schon ein paar Kollegen, die da im Knast sitzen wegen ihrer Drohne, weil sie über Istanbul Airport zum Beispiel rumgeflogen sind. Dann habe ich im Worst Case mehrere Jahre Knast und da habt ihr natürlich auch keine Lust drauf. Das heißt, insbesondere wenn ich auch im Urlaub bin, auch in Ländern, die jetzt vielleicht nicht die typischen Urlaubsländer sind, auch ein anderer Drohnenkollege sitzt gerade im Iran im Knast, das wollt ihr auch nicht machen, da einfach im Hinterkopf behalten, dass die natürlich viel kritischer sein können, was eben die Straftaten, Geldbußen, speziell in Richtung auch dann Spionagethemen oder sowas angeht. Selbst wenn ich mir nichts zu Schulden abkommen lassen, kriege ich ziemlich schnell dann echt Probleme, wenn ich irgendwo in einem Bereich festgesetzt werde, wo ich nicht hätte fliegen dürfen. Wir gehen jetzt aber auf das deutsche Thema sozusagen zurück, also in Deutschland, auch in umliegenden Ländern. Wie ist das da gehandhabt? Und Worst Case eben Straftaten. Straftaten sind, wie gesagt, unwahrscheinlich, aber es gibt zwei, drei Szenarien, wo das auch im Bereich Drohne als Straftat geahndet werden kann. Mit ein bisschen Glück komme ich trotzdem mit einer Geldstrafe raus, aber trotzdem, erstmal ist es eine Straftat. Zum Beispiel § 62 Luftverkehrsgesetz besagt, sozusagen lieber Drohnenpilot oder allgemein lieber Pilot, wenn du in ein Flugbeschränkungsgebiet zum Beispiel einfliegst mit deiner Drohne. Flugbeschränkungsgebiete sind ja die Gebiete rund um zum Beispiel Truppenübungsplätze oder jetzt gerade vor ein paar Wochen, wir sind ja jetzt Mitte 2022, hatten wir zum Beispiel die Gedenkfeier in München zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentates gegenüber den Israelis.
Da wurde halt für den israelischen Präsidenten und so, der jetzt dann in München eingeflogen wurde, aus politischen Sicherheitsgedenken heraus ein Flugbeschränkungsgebiet rund um dieses Event von mehreren Kilometer Radius eingerichtet. Wenn ich dort illegal fliege, dann kann es gemäß Paragraph 62 Luftverkehrsgesetz als Straftat geahndet werden. Das heißt, sowas echt aufpassen. Flugbeschränkungsgebiete ist ein Thema für sich. Da haben wir auch ein extra Video gemacht. Also wenn dich das Thema interessiert, oh, das wusste ich ja gar nicht oder so, wie kann ich das herausfinden? Wie funktioniert das denn? Welche Apps habe ich dafür? Oben rechts ein Video zum Thema Flugbeschränkungsgebiete. Also das kann in Richtung Straftat geahndet werden. Ein Thema. Und das zweite Thema, typischerweise schwerer Eingriff in den Luftverkehr. Ist ein sehr grober Begriff natürlich. Das reicht von der geht von der Flugzeugentführung über alle möglichen Themen dann rein. Oder ich schieße eine Drohne vor Himmel oder so. Wenn ich Pech habe, kann das auch als schwerer Eingriff in den Luftverkehr geahndet werden. Aber prinzipiell alles, was wirklich sehr gravierend ist, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt vor der Landebahn von Frankfurt Airport stehe, kann das auch in dieser Form geahndet werden. Und dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass das auch als Straftat geahndet wird. Meistens zwischen 6 und 12 Monaten. Maximales Strafmaß wollt ihr aber auch nicht ausprobieren. Das ist, glaube ich, jedem klar. Wir gehen jetzt gleich erstmal in das Thema der Ordnungswidrigkeitsverfahren rein. Das ist für die meisten von euch das Wichtigste. Bevor wir das machen, wenn noch nicht geschehen, Daumen nach oben, wenn dir das bis hierhin gefallen hat und du bleibst immer dabei, was das neueste Thema der Rechtslage und der verschiedenen Drohnenmodelle, was gibt es denn da an neuer Technik und wie funktionieren die denn angeht. Wir sind große Schulungseinrichtung für einen A2-Schein mit der Europe und haben eben auch 13, 14 Standorte in Deutschland, wo wir auch persönliche Einweisungen in die bestellten Drohnen von der Mavic über die M300, M3, Spezialdrohnen von Handwerk, Industrie und Behördenkunden machen, also eher dann Großkunden. Und da helfen wir auch gerne weiter, wenn du Interesse an einer Komplettlösung hast. Aber jetzt endlich zum Thema Ordnungswidrigkeitsverfahren. Prinzipiell ist es da so, man findet nicht so viele Infos online und auch wir kriegen natürlich sehr, sehr viel mit, was im Hintergrund läuft an Verfahren, welche Geldbußen und sowas dann auferlegt wurden, aber dürfen das halt so auch leider nicht weitergeben. Wir haben aber einen super spannenden Fall, den ich jetzt auch einfach nehmen würde, den ihr auch online euch angucken könnt. Der ist unten auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr das auf der Website der Landesluftfahrtbehörde Bremen in dem Fall anschauen wollt. Nämlich ein Fall, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was den Typen oder die Typin, die geflogen ist, da geritten hat, wo einer meinte, direkt, sag ich mal, 200, 300 Meter entfernt von der Piste 27, also Landebahn 27 von Bremen Airport mit seiner Drohne einen Testflug im Garten sozusagen zu machen. Ja, brauche ich nicht jetzt nicht weiter kommentieren. Da muss man schon ziemlich speziell sein, sozusagen, um überhaupt auf die Idee dazu zu kommen. Aber da ist natürlich interessant, was ist denn da rausgekommen und wie teuer war das denn dann? Eben in dem Fall gegen mehrere Verbote sozusagen verstoßen. Also das Szenario, ihr könnt es ja auch auf der Website nachlesen und ist ja hier auch eingeblendet, ist eben, ich bin sozusagen kurz vor der Piste, also vor der Landebahn, Piste 27, Bremen Airport geflogen. Bremen Airport ist ja eine Kontrollzone, also eine Art zusätzliche Sicherheitszone, die rund um alle Verkehrsflughäfen eingerichtet ist. Da gibt es dann spezielle Drohnenregelungen. Wenn ich gewisse Abstände einhalte, darf ich auch pauschal, zumindest bei fast allen Verkehrsflughäfen, bis 50 Meter Höhe fliegen. Ist eine absolute Wissenschaft für sich. Wenn du auch da nicht drin sein solltest, auch wir haben ja tausende Videos dazu. Oben rechts ist das Video rein Verfahren in Kontrollzonen jetzt verlinkt. Aber er ist in der Kontrollzone geflogen, aber in dem absoluten Sperrbereich, also direkt vor der Landebahn, wo man eh nicht fliegen sollte. Dementsprechend bin ich da 100% illegal sofort unterwegs. Ab 0 Meter Höhe bin ich rechtlich da relevant. Und ihr seht es ja auch in der Kartenansicht, die damit eingeblendet ist, das will ich direkt in der Verlängerung der Landebahn. Nicht irgendwie daneben, wo man hätte sagen können, oh, da kommt eh kein Airliner rein, sondern direkt in der Verlängerung der Landebahn, was halt schon sportlich ist. Fand die Landesluftfahrtbehörde da auch nicht so toll und wurde natürlich sofort geahndet. Und da ist das alles nochmal im Detail beschrieben. Ich fasse es mal zusammen. Prinzipiell, er hat halt irgendwie ein Te oder er oder sie, ich weiß es nicht, die Person hat halt einen Testflug gemacht, wahrscheinlich im Garten oder so. Oh, ich habe meine neue Drohne bekommen und jetzt will ich das ausprobieren, habe keine Lust aufs Feld zu fahren und fliege einfach mal entspannt vor Landebahn Bremen Airport. Das war die Idee von dem Typen, der es im Garten steht, ist dann gestartet. Auch nicht auf den GPS-Fix gewartet, weil dann hätte die Drohne gar nicht erst starten können, sondern die Drohne ist gestartet, sie hat noch keinen GPS-Empfang und im Flug, in der Beschreibung steht in 5 Meter Höhe, hat sie dann GPS-Empfang bekommen, hat dann erkannt, hier, ich bin doch in einer Art Flugverbotszone, weil die verschiedenen Standarddrohnen, da wird ja auch beschrieben, das ist eine DJI Mavic, also so wie hier die Mavic 3, die wir haben, irgendwie so ein System war das und die haben ja intern diese Flugverbotszonen programmiert, dass ich mit der eigentlich gar nicht
bei Bremen Airport starten kann. Aber wenn sie keinen GPS-Empfang hat, weiß sie ja nicht, wo sie ist und ich kann starten. Das heißt, er konnte starten, 5 Meter Höhe, dann hat sie auf einmal erkannt, oh Mist, ich bin in einer Flugverbotszone und sie geht dann automatisch in die Notlandung rein. Und das wurde auch später strafmildernd betrachtet, dass er eben, oder er oder sie, nicht hochgeflogen ist. Aber ging auch gar nicht anders, weil sie sofort in die Notlandung gegangen ist, die Drohne. Also das war so ein bisschen das Szenario. Also irgendwie hoch, GPS-Empfang, sofort in die Notlandung und dann hat irgendein Anwohner oder so das mitbekommen. Und die Polizei stand 3 Minuten später daneben. So ist irgendwie ist es vorgefallen. Das, was dann natürlich geprüft wurde, jawohl, habe ich alle Scheine, habe ich eben auch meine Registrierung der Drohne gemacht. Das heißt hier, ihr seht es hier auf der Seite von der Mavic 3, muss ich ja irgendwie von außen sichtbar, auch hier bei der Mini zum Beispiel, meine Registrierungsnummer, die ich vom Luftfahrtbundesamt bekomme, anbringen. Das brauche ich ja auch bei der Mini. Die ist zwar unter 250 Gramm Gewicht, hat aber eine Kamera, damit bin ich auch bei der registrierungspflichtig. Also eigentlich für ziemlich jede Drohne, die du so einsetzen willst, muss ich die Registrierung einmal machen. Pack sozusagen mein Kennzeichen dann da drauf, ist echt überhaupt kein Aufwand. Das auf jeden Fall machen. Das hat er natürlich nicht gehabt, weil die Drohne gerade anscheinend frisch ausgepackt wurde. Hat auch keinen A1 und A3-Schein gehabt, also den sozusagen kleinen EU-Drohnenführerschein. Und wenn er zumindest so eine Drohne geflogen wäre, also eine Drohne über 500 Gramm Abflugmasse, dann hätte er im Normalfall auch das A2-Fernpilotenzeugnis, also den großen EU-Drohnenführerschein, gebraucht. Das war alles nicht vorhanden. Dementsprechend, ich nenne es mal böse, so typischer Drohnenanfänger, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, um nichts gekümmert und einfach mal entspannt vor der Landebahn von Bremen rumgeflogen. Wie ist jetzt ausgegangen? Ihr seht es ja, habt es ja eben schon ein bisschen auf der Seite gesehen. Die Geldbuße lag bei 700 Euro, weil eben strafmildern und so betrachtet wurde, dass er eben nicht hochgeflogen ist und so. Und zusätzlich 42 Euro Bearbeitungsgebühr. Tut schon weh, weil dafür hätte ich mir auch eine neue, was auch immer, zumindest jetzt ohne viel Zubehör, eine Avatar kaufen können und hätte eine coole zweite Drohne, anstatt dass ich da das Bußgeld bezahle. Und zumindest bei größeren Verfahren, die wir mitbekommen haben, kann das auch in mehrere tausend Euro gehen. Richtig teuer wird es dann halt, wenn wirklich dann Flieger hätten umgeleitet werden müssen. Das will keiner von euch privat bezahlen. Dann wird es richtig teuer, wenn 3 Airliner umgeleitet werden, nur weil der Flughafen jetzt gesperrt ist. Also da natürlich, es gilt so wie immer im Leben, gesunder Menschenverstand. Haltet euch bitte an die Grundlagen, an die Gesetze, weil sonst Versicherungsrisiko und natürlich Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straftaten, wenn ich viel Pech habe, können dann eben eintreten. Und auch da nur als letzte Info, auch wenn ich es nicht im Detail euch viel sagen darf dazu. Es gibt auch einige Bereiche, auch sei es auch in NRW hier bei uns oder auch bei anderen Behörden, wo wirklich dann die Fahrzeuge von der Luftaufsicht rumfahren. Die haben so einen schönen Aufdruck Luftaufsicht drauf. Und da haben die Kollegen der Landesluftfahrtbehörde auch schon Drohnendetektionstechnik und sowas im Einsatz und können euch plump gesagt in zig Kilometer Entfernung sehen, in Anführungsstrichen, so wie ein Radar. Details dazu gehen wir es heute nicht drauf ein. Also bitte unterschätzt das auch nicht, wenn ihr denkt, oh, das sieht doch keiner, ich gehe einmal schnell da hinten hoch, ich will nur schnell das Bild vom Airport machen, dann kriege ich richtig schnell auf die Nase und ich habe auch echt eine hohe Chance, dass mein Gegenüber das auch sozusagen mitbekommt, selbst wenn ich denke, dass hier im Wald das eh keiner sieht. Also bitte habt da Respekt davor und seid da nicht zu blauäugig, alleine um kein Risiko zu erzeugen. Kein normaler Mensch sollte irgendwie beim Rettungshubschrauber rumfliegen oder vorm normalen Flugplatz oder militärischen Flugplatz oder so. Das ist alles gesunder Menschenverstand, weil ich sonst echt ein hohes Risiko habe, dass die Drohne einmal durch die Turbine vom Rettungshubschrauber gezogen wird und das will keiner von euch haben. Also das ist, glaube ich, klar, deswegen gehe ich da auch nicht tiefer drauf ein. Ich hoffe, das war spannend als kleiner Einblick. Wenn du spezielle Fragen hast oder sagst, oh, zu dem Thema, mach doch mal ein extra Video, das finde ich aber wirklich spannend, dann natürlich gerne kommentieren. Wir versuchen schnellstmöglich zu antworten. Bleib dabei, abonniere, aktiviere die Glocke und schau auch bei Instagram mal vorbei, was wir da so machen. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Tschüss.